Nach dem Schluss kommt die Einleitung. Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Emma Rhetorik. Mein Name ist Martin Rettmer. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und heute formen wir die Einleitung. Das Wichtige gleich am Anfang. Schluss und Einleitung sind ungefähr ein Fünftel oder ein Viertel deiner Redezeit. Mehr nicht. Schluss und Einleitung, ein Viertel, ein Fünftel deiner Redezeit. Und jetzt ist ganz wichtig, die Einleitung machst du wirklich erst am Ende. Du hast schon ungefähr alles aufgearbeitet. Was wirst du wohl machen? Du hast dein Konzept, du hast die Pause gehabt, du hast den Schluss. Und jetzt macht es Sinn, die Einleitung zu machen. Weil jetzt weißt du ja, was wirst du denn sagen? Was wirst du reden? Deswegen kommt jetzt erst die Einleitung. In dieser Einleitung kannst du nämlich jetzt ganz klar darauf beziehen, oder kannst du dich darauf beziehen, was kommt am Ende? Was bringt dein ganzer Vortrag? Und deswegen wichtig, du beginnst mit dem Konzept, Schluss, Einleitung, nicht Einarbeitung, Einleitung. Wenn du die Einleitung dann nämlich formulierst, weißt du, aha, die Einleitung bereitet mein Publikum vor auf Punkt 1, 2, 3 und mit dem Schluss runde ich das Ganze ab. Die Einleitung bringt dich dazu, dass du, ja, die bringt dein Publikum dazu, dass es gespannt ist. Die wollen mehr hören und das muss deine Einleitung bringen. Wir hatten es gehabt, Geschichten, Zitate, aktueller Anlass. Gerne auch, weiß ich nicht, was haben wir noch, eine Frage. Oder dann bitte keine rhetorische Frage, die verbrennt Energie, sondern wir machen eine Abstimmungsfrage zum Beispiel. Wer von Ihnen hat? Wie viele von Ihnen haben? Und dann kommt eine Frage. Dadurch kommt Emotion, Bewegung in dein Publikum. Kannst du wunderbar als Einleitung nutzen. Also, deine Einleitung muss Interesse wecken. Die muss einfach dahin gehen, dass Menschen noch mehr Bock haben, dir zuzuhören. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, wir haben es nochmal, die beiden Punkte, ein Viertel, ein Fünftel deiner Redezeit. Du hast dein Konzept, du hast den Schluss und jetzt baust du deine Einleitung darauf auf. Wichtig ist mir, deine Einleitung nutzt du bitte als absolutes, und ich betone es vielleicht schon das dritte oder vierte Mal, diesmal als absolutes Highlight, dass Menschen sagen, hier muss ich im Raum bleiben, hier will ich sitzen bleiben, dem Redner, der Rednerin will ich zuhören. Und du kennst es? Wenn es dir gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, unten drunter teilen, liken, kommentieren. Ich freue mich sehr darauf, wenn du mir dein Feedback gibst, damit ich mich noch weiter verbessern kann. Auf www.emma-rhetorik.de findest du weitere Inhalte. Und jetzt ab, ran an die Einleitung, gib Gas und ich freue mich darauf, dich morgen wieder zu sehen. Bis dann.